Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge beim Spiel Final Fantasy. Ja, neben mir der gute Pirat, sage ich mal, eigentlich sind das ja alles Piraten hier in der Gegend, ist ein leibhaftiger Schurke. Und darum geht es nämlich heute. Wir schnuppern mal bei der Schurkengilde rein. Sprechen wir mal eben erstmal mit ihm. Hinter diesen Klostertüren gibt es nichts für weltliche Personen wie dich, Fräulein. Wir sind die artigen Schwestern von Edelweiß, die reinsten Engel. Und jetzt verzieh dich. Moment mal, bist du nicht dieses Mädel namens Gameplayerin? Jep. Ha, wusste ich es doch. Wir reißen uns gerne Nachwuchstalente unter den Nagel. Und nach dem, was man so hört, verfügst du über außergewöhnliche Fähigkeiten. Du kannst dich gut im Kampf behaupten, oder? Dann haben wir sicherlich Verwendung für dich. Ach ja, vergiss diesen Schwachsinn mit den Schwestern von Edelweiß. Das erzähle ich den Leuten nur, um allzu neugierige Störenfriede loszuwerden. Wir sind eine Schurkengilde, Mädel. Zum Beten gehst du besser woanders hin. Unsere Organisation operiert im Verborgenen und Betrüger und Schwätzer haben bei uns nichts verloren. Wir werben nicht aktiv um Mitglieder, aber hin und wieder nehmen wir vielversprechende Leute in unsere Ringe auf. Wenn du daran interessiert bist, das Schurkenhandwerk zu erlernen, musst du lediglich zwei Hände ausstrecken und wir werden sie mit zwei schicken Dolchen ausstatten. Ah, bist du bereit dafür? Aber sicher, Dolche und Bogen, das ist mein Standardwerkzeug in Teso. Dein Eifer ist löblich, aber ich sollte dir vielleicht ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Bei den meisten Gilden geht es nur darum, der beste Schweinehirt aller Zeiten zu werden oder was auch immer die für einen Schwachsinn lernen, aber nicht bei uns. Nein, Mädel, unser Ziel ist es, einen Job zu erledigen. Und der Job ist nicht immer ganz sauber. Wenn du eine von uns wirst, steckst du schon bald bis zum Hals im Abschaum und Messerkämpfen. Oh, ich merke schon, dass es richtig spät ist im Moment. Und das, obwohl ich morgen früh aufstehen muss. Wenn du glaubst, wir würden über Häuserdächern herumhüpfen und irgendwelche Leute abziehen, dann suchst du dir lieber andere Kollegen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen und sprich mich wieder an, wenn du noch immer Interesse hast. Ja, ich meine, Leute niedermetzeln und so finde ich auch cool mit der Nachtklinge. Aber ja, ich bin echt mal gespannt, was der Weg des Schurken hier in Final Fantasy ist. Ich habe dir also keine Angst eingejagt. Sehr gut. Ich freue mich, dass an den Geschichten über deinen Mut und deine Verwegenheit etwas dran zu sein scheint. Du wirst schon bald jede Unze deines Mutes brauchen. Geh rein und sprich mit Jack. Er ist unser aufrichtiger Gildenmeister. Aufrichtiger Gildenmeister? Gibt es denn sowas in einer Schurkengilde? Du kannst nun jederzeit die Schurkengilde betreten. Sprich mit Lonward, also den hier, wenn du Zugang zum Hauptquartier der Gilde benötigst. Okay, warum muss ich denn immer mit dem sprechen, wenn ich hier rein will? Das ist doch doof. Willst du reingehen? Ja. Er hat es wirklich blöd gemacht, dass man den dann immer ansprechen muss, statt da einfach reinzugehen. Jack. Natürlich heißt der Gildenmeister Jack. Wie unser Pirat Jack. Hi, ich bin die Gameplayerin. Hallo. Ja, mein Name ist Jack. Ich bin überrascht, dass du von mir gehört hast. Wie genau hast du von mir gehört? Der Typ draußen hat von dir gesprochen. Oho, die berühmte Gameplayerin, der alte Lunny Einauge hat dich reingelassen, wie? Im Umgang mit dem Schwert ist da eine Katastrophe, aber seinem einen Auge schenke ich mein vollstes Vertrauen, wenn es um die Einschätzung von Neuankömmlingen geht. Eine Sache nur, du bist keine Piratin, oder? Nope. Nun denn, ich würde sagen, du bist bereit, der Schurkengilde beizutreten. Ich könnte dir jetzt ein Ohr abkauen und dich mit der Geschichte unserer Gilde langweilen, aber wen interessiert das schon? Das Wichtigste und das Einzige, worum du dich kümmern solltest, ist der Job. Die meisten Leute, und da bin ich mir sicher, das gilt auch für dich, wissen nur zu gut, dass die Ursprünge von Limsa Luminsa auf einem wilden Haufen von Piraten und Dieben zurückgehen. Aber selbst diese gesetzlosen Nichtsnutze verstanden schon bald, dass dieser Ort zu einer Insel voller Leichen verkommen würde, wenn man sich nicht an ein paar Regeln hielte. Einen allgemeinen Kodex, quasi. Finger weg von den Gillbeuteln anderer Limsa. Keine Betrügereien der eigenen Mannschaft bei der Verteilung der Beute
Und Leute werden nicht wie Vieh verkauft und gehandelt. Ich muss zugeben, dass die anderen Punkte im Kodex ein wenig unscharf sind, aber die meisten von uns halten sich zumindest an diese drei. Nun magst du vielleicht denken, das wäre eh nicht von Bedeutung, da der Admiral der Piraterie verboten hat. Die Piraterie. Aber in den dunklen Gassen und auf den Schwarzmärkten, wo Merrill Wübs Autorität nicht viel wert ist, wird der Kodex noch immer gelebt. Okay. Sind das jetzt hier gesucht, Steckbriefe oder was? Und so wie die Gelbjacken über die Einhaltung der Gesetze wachen, haben die Schurken ein Auge drauf, dass der Kodex eingehalten wird. Wir sind in der dunkelsten Ecke der Stadt zu Hause und führen Kodexbrecher der Gerechtigkeit zu. Irgendein fauler Nichtsnutz stiehlt die Waren von dem falschen Typen, dann holen wir sie uns zurück. Das ist der Job, Mädel. Und wir schrecken auch nicht davor zurück, uns die Hände schmutzig zu machen. Du musst wissen, dass der Umgang mit den Dolchen mehr umfasst, als Gegner mit den spitzen Enden zu malträtieren. Wir benutzen Gifte, um unsere Ziele zu schwächen, oder wir weichen zurück und schlagen aus dem Hinterhalt zu, was immer auch nötig ist, um den Sieg zu erringen und den Job zu erledigen. Ja. Nun, Gameplayerin, hast du das Zeug zur Schurkin? Klar. Alles klar, dann sollten wir uns zunächst mal um deine Ausrüstung kümmern. Ein Schurke bevorzugt leichtes Gepäck. Stimmt, ich habe noch immer die fliegende Angel hinter mir. Leichtes Gepäck, um dem Ziel auf den Fersen bleiben zu können. Die Arbeit bringt es womöglich mit sich, um auf einem Schiffsdeck kämpfen zu müssen oder sich einem Gegner herumzuschlängeln. Das Letzte, was in dieser Situation benötigt wird, ist eine fette Kriegsaxt, die an jedem verdammten Seil und Balken hängen bleibt. Darum halten wir uns an Dolche. Mit denen kann man unentdeckt durch die Straßen schleichen und Gegner schnell und lautlos ausschalten. Hier, schnapp dir mal diese Dinger und schau, wie sie dir in der Hand liegen. Aber vergiss vor lauter Aufregung nicht, dir ein paar passende Hosen zuzulegen. Du wirst überrascht, wie viele Typen ich hier mit nichts als Dolchen und Unterwäsche habe rumlaufen sehen. Ja, so einige habe ich auch schon gesehen. Okay. Okay, dann in Anführungszeichen ziehen wir uns mal die Dolche an. Laufen wahrscheinlich gleich wieder nackt rum oder so. Ich weiß es ja nicht. Ah, nee, okay. Wir dürfen diesmal unsere Kleidung behalten. Das ist schön. Ja, gut, das ist ja auch die Anfängerkleidung. Da ist es ja irgendwie logisch, dass wir die behalten können. Dann speichern wir das Ganze nochmal in der neuen Liste. Ach, das sind zwei Dolche. Ah, okay. Da sind wir. Moment, wir sind doch Level 1. Warum steht jetzt hier 4? Das habe ich jetzt noch nicht so. Ach so, die Ausrüstung ist Level 4 oder so. Ich habe keine Ahnung. Reden wir erst nochmal mit Jack. Du könntest also die Dolche anlegen, ohne dich dabei selbst zu verletzen. Nun, das ist ein guter Start, denke ich. Als nächstes solltest du ein Gefühl für das Gewicht und die Schnelligkeit deiner neuen Waffen gewinnen. Diese elenden Viecher in den Feldern außerhalb von Limsa sollten für deine erste Lektion genau richtig sein. Teste deine Klingen an ein paar Schafen und nimm dir dann noch einige Ratten und Pugil vor. Aber immer schön eine Bestie nach dem anderen. Mädel, man wird nicht über Nacht zu einem Meisterschurken. Och, das hast du jetzt der Falschen gesagt. Okay, wir stellen erstmal wieder alles um. Das habe ich übrigens AFK gemacht vorhin. Nee, Moment. Was hat denn jetzt gemacht? So, weil ich dann die ganze Zeit auf A gedrückt habe und mich nämlich gewundert habe, dass ich mich gar nicht bewege. Zeigt der mir? Nee, der zeigt mir das nicht an. Ah, hier kann ich dann draufklicken. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. So, dann schauen wir mal eben kurz. Schafe erledigen. Da müssen wir nach oben und rechts rum. Okay, dann werde ich da jetzt erstmal hinlaufen und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Was haben wir denn hier als erstes? Dockratten waren auch dabei. Ja, ups, Dockratten waren auch dabei. Wow. Das war jetzt richtig krass. Nein, du sollst. Hallo, du sollst das nehmen, wo ich jetzt dreimal drauf drücke. Das geht ja immer noch.
Hallo. Das ist echt krass. Also gut, klar, die sind jetzt klein, aber wir sind jetzt auch gerade Stufe 2 geworden. Und das ist wirklich, wirklich krass, was der für einen Durchschlag hatte gerade. Also ich liebe Dolche ja sowieso, um damit zu kämpfen. Pukli, die braucht man, glaube ich, auch. Na, oh, ich hasse diese Viecher. Okay. Vor allen Dingen kommen dann immer die anderen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt anscheinend gerade nicht. Was ist das hier? Du neutralisierst erlittenen Schaden in Höhe von 20% deiner Maximal-LP. Okay. Heißt jetzt was? Dass ich das im Kampf machen kann oder dass ich das nach dem Kampf machen kann? Okay, das ist noch nicht einsatzbereit. Okay. Ich muss es gleich nochmal testen. Immer noch nicht einsatzbereit. Naja gut, dann kann ich es halt nicht testen. Ganz blöd gesagt, die Gegner waren zu schnell erledigt. Ich wollte gerade sagen, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Moment, da ist jetzt ein Event. Aber dahinter ist unser Ziel. Ach so, die Schafe, genau, das waren die. Das sind die Schafe? Die gehören jetzt aber nicht zum Event, oder? Greifen die Schafe einen sonst an? Das ist jetzt nicht gut. Doch, da oben ist es zusammen. Ja, tatsächlich, die Schafe gehören zum Event. Ja. Würde ich sagen, greifen wir die doch mal mit dem Event an. Wunderbar. Da haben wir so und ein neues Kommando erlernt. Sehr schön. Und da haben wir sogar noch ein paar Pünktchen vom Event mitgenommen. Das ist doch wunderbar. Du führst eine physische Attacke aus. 100 Angriff. Und hier habe ich 220 Angriff. Okay, es ist jetzt nicht so viel. Wobei es kann sein... Okay, es ist eine Kombo-Bedingung. Ach nee, Wert 100. Ach, was rede ich denn da? Ja, hier steht jetzt nur der Wert drin. Hier steht jetzt nicht, wie viel man dafür... Aber, nee, das ist beide mal Attackenwert. Ach so, wenn es eine Combo-Attacke ist, ist es stärker. Es ist 330. Och Gott, man muss echt erstmal mit allem zurechtkommen. So, ich muss jetzt mit dir wirklich nochmal sprechen. Ich kann da nicht direkt rein. Das ist ja doof, oder? Ja, ist ein bisschen blöd gemacht, aber gut, ich meine, ne? So. Du bist schon fertig, wie? Man kann niemals genug Training im Umgang mit den Klingen haben, junge Dame. Daher habe ich deinem Bestarium eine Liste mit Zielen hinzugefügt. Stell dich einer Reihe von Gegnern und du wirst schon bald ein paar neue Schritte für den Tanz mit den Dolchen lernen. Sehr schön. Du hast schon richtig gehört. Du musst dich selber als Tänzerin sehen und nicht als verdammte Metzgerin. Es bedarf gar nicht viel Kraft, eine kurze Klinge in den Gegner zu stoßen. Präzision und Schnelligkeit. Damit holst du das Äußerste aus deinen Dolchen heraus. Sperrige Rüstung lässt dich durch die Gegend trotten wie ein Auerochse. Also sieh zu, dass deine Ausrüstung dir genügend Bewegungsspielraum gibt. Alles klar, dann solltest du dich wieder deinem Training widmen, Gameplayerin. Vielleicht habe ich dann schon bald wieder einen Auftrag für dich. Ja, das ist wunderbar. Ja, okay, wir sind trotzdem noch Level... Nee, doch, wir sind trotzdem noch Level 4. Wenn wir hier auf Level 5 kommen, was ja recht schnell sein sollte, dann können wir wieder mit ihm sprechen. Das ist Schurke. Die beiden wissen wir, wo die sind. Goblin, Fischer weiß ich jetzt nicht genau, aber das wissen wir, wo es ist. Die Fledermaus haben wir schon gesehen, die haben wir schon gesehen.
Und die Krabbe habe ich jetzt sogar auch gesehen. Ich weiß es allerdings nicht in welcher Größe. Deswegen, ja, dann haben wir doch schon so einiges. Und ich würde sagen, dass ich dann erstmal in, ja, jetzt erstmal einen kleinen Cut mache und mal sehen. Ich denke mir mal, dass ich das offline auf jeden Fall noch ein bisschen leveln werde, eben über das Bestarium. Ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Folge dann eine neue Quest von denen machen werde, muss ich mal schauen. Oder ob ich dann einfach mit der Hauptquest weitermachen werde. Ja, ist so ein bisschen, wie ich gerade Lust und Laune habe, kann ich noch nicht so ganz hundertprozentig sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.